Mahlzeit, ihr Schlawiner, hier ist wieder Chomt. Diesmal wieder mit einer Runde oder mit einer Folge von Adventure Capitalist. Es gibt hier ein neues Event, aber ich wollte erst mal zeigen, wie es mittlerweile vorangegangen ist. Ich habe ja einen guten Monat nicht aufgenommen oder so. Hab zwischendurch mal wieder reingeguckt, aber dann auch mal so über eine Woche oder so laufen lassen. Das fällt mir erstmal auf, wenn man zu lange laufen lässt, ohne dass man irgendwas erhöht, irgendwas Neues dazu kauft, kriegt man auch nicht unbedingt viel mehr Investoren hier. Hier habe ich jetzt schon ein paar Quintillion. Oder, ja, Quintillion, ne? Ich spreche es auf Englisch aus, das muss man ja wissen. Also Quintillion. Und insgesamt ist mir aufgefallen, auf der Erde dauert es mittlerweile am längsten. Da habe ich auch dann den geringsten Profit, komischerweise, während ja vorher am Mars und Mond und so hat es ja ewig gedauert, vor allem beim Mars. Ja. Ich werde jetzt hier, wie man sieht, das hier nehme ich gerade ein Quintillion. Und ich werde jetzt nochmal zurücksetzen. Obwohl, nee, ich werde gleich zurücksetzen. Das ist ja unsinnig, wenn ich das jetzt mache, weil dann müsste ich ja wieder von vorne anfangen und das so weit, wie es hier gekommen ist, ist ja nicht von oben gekommen. Wenn ich Sachen kaufe, nehme ich es immer auf Maximum und kaufe mir den Krempel dann. Und jetzt hing mir irgendwie was quer am Hals. Kaufe mir die Sachen dann, indem ich halt auf Max klicke, dann sehe ich immer, wie viel verfügbar ist und kaufe das dann halt einfach so. Ich denke, das ist mit die simpelste Variante. Vorher habe ich immer auf 100er oder 1er oder so, das wäre bescheuert. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Mars. Das war ja früher mein Problemkind. Aber mittlerweile läuft sie richtig fett. Ich war jetzt nur 2 Minuten 37 weg und habe schon wieder fast 44 Sextillion eingenommen. Hier gibt es diesen Deploy-Button. Das heißt, da klickt man rauf und kriegt relativ schnell Kohle zusammen. Also alle Profite werden verdoppelt. Ich mache das jetzt einfach mal. Das hält dann 30 Sekunden an. Wie ihr seht, hat sich das alles verdoppelt jetzt hier und die Kohle fließt auch viel schneller durch. So, hier habe ich schon wieder mordsmäßig viel. Ich habe das gestern zurückgesetzt und davor auch schon zurückgesetzt. Und man kriegt hier einfach wieder mordsmäßig viel Engel dazu, die man dann auch wieder einsetzen kann, ganz klar. Was könnte ich denn hier kaufen? Puff! Die Geschwindigkeit aller Investitionen verdoppelt. Upgrades kann ich mir auch schon wieder kaufen, glaube ich. Ne, hier noch nicht. Septennisilien, also. Sepp 10, also Dezillion ist der 10er und Sepp ist der 7. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. Die Zahl, ich glaube, ich habe das Wort auf Deutsch noch nie gehört. Naja, würde ich es auch nicht aussprechen. So, ich kaufe hier auch wieder alles auf Max. Alles, was noch so verfügbar ist, so mehr ist das jetzt erstmal nicht. Aber mit so vielen Investoren innerhalb von weniger als 24 Stunden ist das schon ganz cool. Jetzt hüpfen wir nochmal schnell zum Mond rüber. Auch hier nur kurz offline gewesen und so viel Knete wieder eingenommen. So. Das war auch innerhalb von weniger als 24 Stunden. Ich werde die Engel dann auch gleich claimen. Hier kann ich ein Upgrade noch kaufen. Könnte ich jetzt machen, aber komm, ich weiß auch. So, und den Rest gebe ich wieder aus. Gut, zu viel ist jetzt nicht mehr übrig geblieben. Scheiß drauf. So, und jetzt hier ist das Event New You Resolution, also abgeleitet von New Year's Resolution, also hier die Vorsätze, die man sich fürs neue Jahr nimmt. Dazu werde ich mal kurz was erklären. Und zwar, 1,8 Trillionen. Hier ist es so, oh, das werde ich mal gleich mal kaufen, aber ich werde kurz was erklären. Man hat hier die eine Seite, das steht hier im Event-Info auch nochmal drin, ich erkläre es aber so auf meine Art und Weise. Man hat hier die eine Seite, das sind die ganz gesunden Sachen, also mit Veggie Bar und Gemüseshakes und hier Boxring und Hanteln und hier dieses Trimmrad, Laufrad. Das ist das Gesunde und hier ist das Ungesunde. Also rumgammeln, ungesunde Sachen trinken, essen, Fastfood und Videospiele. Hier ist es so, wenn man zu viel, erst dachte ich so, okay, machst du alles auf gleicher Ebene. 50 hier, 50 da. Das ist falsch. Man muss tatsächlich hier mit den gesunden Sachen immer voraus sein vor dem Ungesunden. Weil ansonsten das den Profit oder die Geschwindigkeit hier affektiert. Ich hatte zum Beispiel, wie war denn das? Achso, als ich hier auf 50 war und hier auch schon 50 hatte, ist das plötzlich hier um die Geschwindigkeit von doppelt auf 0,8 runtergesunken. Das heißt, es dauert dann länger oder der Profit minimiert sich. Also ich würde vorschlagen, wenn ihr hier 50 habt, dass ihr hier maximal nur 35 habt. Also immer 15 mehr hier auf der einen Seite, als auf der auf der gesunden Seite, als auf der ungesunden Seite. Ist jetzt mein Vorschlag. Weil ansonsten affektiert das tatsächlich alle, also alle anderen gesunden, wie nennt man das Ding denn hier? Ihr wisst schon, was ich meine. Heißt, hier wo es wirklich Kohle gibt,
wird es dann halt langsamer. Und da, wo es halt weniger Kohle gibt, dauert es dann dementsprechend länger. Investoren habe ich jetzt noch nicht, weil ich noch nicht so viel Geld eingenommen habe. Ich werde jetzt aber auch mal schnell investieren hier. So, hopp. Jetzt endlich auf 27. So, jetzt kaufe ich auf den ganzen die ganzen Upgrades. So, auch auf 27. Jetzt wird es auch mal ein bisschen mehr Kohle hier. Weil hier bin ich schon auf 0,8 Geschwindigkeit runter von 2. Oder Profit, 0,8 Profit. Ursprünglich doppelt so viel Profit. So, das haben wir auch voll. 25%, vielleicht schaffe ich das hier auch noch. Das wären ja, jetzt haben wir knapp 2 Milliarden, also 2 Billion. Ja. Geschwindigkeit aller Investitionen. Scheiße, wieso hat sich der Profit hier nicht verdoppelt? Hm. Kann ich nicht für sagen. Aber was ich hier cool finde, ist natürlich diese 80er Jahre tatsächlich Fitnessstudio oder Dance-Mucke so. Die ist ganz unterhaltsam. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Wie gesagt, auf jeden Fall darauf achten, dass ihr immer mehr Einheiten von habt. Also 15 mehr würde ich hier machen als bei den anderen. Ja. Alles, was ungesund ist, muss 15 Einheiten weniger haben. Ihr könnt natürlich auch 5 Einheiten, würde wahrscheinlich auch funktionieren. Nur man will ja auch nicht ewig rumprobieren und dann doch falsch liegen. Zumal hier die ungesunden Sachen alle günstiger sind beim Einkauf als die gesunden Sachen. Deswegen würde ich mich eher hierauf konzentrieren. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt auch nochmal überall meine Investoren claimen und nochmal von vorne anfangen, außer hier. Und ja, dann bis zur nächsten Folge von was auch immer. Hinterlasst auch ein Abo, würde mir helfen. Und viel Spaß noch beim Zocken. Bis denn dann. Ciao, ciao.